Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, über mein Erwin-Schrödinger-Stipendium erzählen zu können. Irgendwann Ende Februar diesen Jahres war fürchterlich kalt, bin in Düsseldorf am Hauptbahnhof gestanden und habe auf die Abfahrt dieses Nightjets gewartet, den Sie hier sehen, und habe dabei darüber nachgedacht, was denn im letzten Eintrag von meinem Projektblog stehen könnte, was so der Sukkus aus dem Projekt ist, das dann damals 10 Monate hinter mir gelegen ist. Ein paar Gedanken daraus darf ich jetzt kurz erzählen. Anfang Mai 2016 bin ich in Nijmegen angekommen. Nijmegen liegt im Osten der Niederlande und bildet gemeinsam mit Arnhem dort die größte Metropolregion. Mich hat es dorthin verschlagen, weil es dort eine Arbeitsgruppe gibt, die gemeinsam mit wenigen anderen weltweit daran arbeitet, wie man mit Hilfe von soziotechnischen Modellen Arbeit und Zusammenarbeit in Organisationen verbessern kann. Ich selbst bin gelernter Informatiker, dann gewordener Wirtschaftsinformatiker und beschäftige mich selbst seit circa 10 Jahren damit, wie man Arbeitende unterstützen kann, sich ihre Arbeitsabläufe bewusst zu machen und sie dann aufeinander abzustimmen. Die Werkzeuge, die dann aus meiner Forschung über die letzten Jahre entstanden sind, ergänzen sie wirklich gut mit denen der Kollegen aus Nijmegen. So viel war dann relativ rasch klar, nachdem wir uns auf mehreren Konferenzen kennengelernt haben. Mit dem Schrödinger-Stipendium ist dann letztendlich, Gott sei Dank, glücklicherweise die Gelegenheit gekommen, die Ansätze zusammenzubringen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Nijmegen liegt an der Waal. Die Waal ist der Hauptarm des Rheindeltas und mündet dann letztendlich bei Rotterdam in den Atlantik. Wegen dem dortigen Hochseehafen ist die Waal auch der meistbefahrene Binnenschifffahrtsweg in ganz Europa. Die Waal ist auch, habe ich mir gedacht, ein gutes Symbol für das größte Privileg, das aus meiner Sicht mit meinem Schrödinger-Stipendium verbunden war. Das war einfach die Möglichkeit, in einem sehr stabilen, aber sehr weitläufigen auch Flussbett Überlegungen, Gedanken, Experimente durchführen zu können und von den Kolleginnen und Kollegen dort so die Rahmenbedingungen abgesteckt zu bekommen. Gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zu haben, vielleicht mit einem kleinen Schlauchboot einmal die Untiefen auszuloten oder mal in einen Nebenkanal reinzufahren, ohne dass es irgendwelche äußeren Zwinge geben würde, die mich daran hindern. Das ist definitiv der größte und auch der nachhaltigste Mehrwert, der aus meinem Aufenthalt in Nijmegen entstanden ist. Das zweite große Learning aus meiner Sicht hat etwas mit Brückenschlagen zu tun. Vor circa 3 Jahren ist in Nijmegen diese neue Brücke, die Sie da sehen, über die Waal geschlagen worden. Und die liegt doch etwas abseits von den Hauptzentren an beiden Ufern und ist deswegen während der Planung ziemlich stark kritisiert worden, weil sie doch an den relevanten Punkten vorbeiführen würde. Heute ist sie mittlerweile die am stärksten genützte Verbindung über die Waal und keiner möchte es mehr missen. Mir ist es in meinem Projekt ähnlich gegangen. Das Hauptziel meines Projektes war eine Brücke zwischen den Konzepten der Bildungswissenschaften, also dem Scaffolding, das im Projekttitel steckt, und Konzepten der Informationssystemforschung, konkret das Modellieren von Arbeitssystemen, zu schlagen. Und auch hier war es durchaus so, dass von den beiden Ufern aus gesehen die Gutachten zu meinen ersten Arbeiten durchaus sehr kritisch waren. Glücklicherweise hat das Projekt dann auch die Gelegenheit geboten, die Ideen und Konzepte auf ein solides Fundament zu stellen. Und wenn man die Brücke dann letztendlich auch benutzen kann, wenn also die empirischen Belege da sind, dass das auch funktioniert, dann überzeugt es irgendwann auch die Kritiker. Das war durchaus eine Bestätigung. Was ich aber vor allem gelernt habe, ist, dass es dieses Brückenschlagen, dieses Disziplinenverbinden ist, das mir in der Wissenschaft am meisten Spaß macht. Die 10 Monate in Nijmegen haben es mir erlaubt, nach Jahren tatsächlich wieder die Zeit zu finden, mich in neue Konzepte zu vertiefen, mich auf neue Konzepte einzulassen. Ich habe Ideen ohne Druck ausprobieren können, gleichzeitig war aber das definitiv die Zeit, die sowohl qualitativ als auch quantitativ am reinen Publikationsoutput gemessen bei weitem die produktivste war in meiner bisherigen wissenschaftlichen Karriere. Nicht zuletzt sind es auch die persönlichen Kontakte, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Ich habe dort großartige Menschen kennengelernt, und dort auch meinen wissenschaftlichen Horizont massiv erweitern können, mehr als ich mir das jemals erwartet hätte.
Insofern war das Stipendium ein voller Erfolg und ist außerdem für mich auch inhaltlich wie formal die Grundlage gewesen, weiterhin in der Wissenschaft tätig zu bleiben. Und was könnte mir Besseres passieren? Vielen Dank!